Markus, More Than Honey ist jetzt offiziell der Film, den die Schweiz ins Oscar-Rennen schickt für Best Foreign Language Film. Es ist der erste Dokumentarfilm, den die Schweiz schickt. Was bedeutet dir das? Ja, ich weiß nicht, ob man zu viel darüber reden soll. Lassen wir es mal kommen. Dass die Schweiz einen Dokumentarfilm auszeichnet, deinen Dokumentarfilm auszeichnet, muss dir aber etwas bedeuten. Ja, es ist ein bisschen absurd, weil ich wollte eigentlich nie Dokumentarfilme machen. Ich habe am Anfang 2 Dokumentarfilme gemacht, die beide verboten wurden. Und ich liebe Schauspiel. Und dann habe ich jetzt im Alter halt mich den Insekten angenommen und zufälligerweise ist das mein erfolgreichster Film geworden bis jetzt. Also ich war vor 30 Jahren schon mal nominiert für den Best Foreign Language Film. Und also vielleicht freut es mich für meinen Vater, der immer Angst gehabt hat, ich gehe Konkurs, weil es war es doch zweimal hat es geklappt. Es gibt ja nicht viele europäische Filmemacher, die das von sich behaupten können. Was macht deiner Meinung nach dieser Film so unglaublich erfolgreich? Ich kann ja als Direktorin von Swiss Films das unumwunden sagen. Der Film ist in 28 Ländern verkauft. Er hat Hunderttausende von Zuschauern gefunden. Du hast einen Nerv getroffen. Du hast es aber auch in der Art und Weise, wie du diesen Film erzählst, einen Nerv getroffen. Es gibt viele Dokumentarfilme. Nicht alle sind so erfolgreich. Was ist deine Analyse? Was glaubst du, was hast du richtig gemacht? Also ich wusste ja nicht, wie man einen Dokumentarfilm macht. Ich musste das während der Arbeit irgendwie entwickeln. Und etwas war mir von Anfang an klar, dass die Bienen mehr und mehr zu den Protagonisten des Films werden sollen. Was technisch sehr schwierig war, aber was mir vom Inhalten, von der Emotionalität her zentral wichtig war. Und an diesen Ausschnitten sieht man, es hat ja was von Science Fiction, aber es ist absolut real. Und natürlich identifiziere ich mich mit den Bienen und hoffe, das passiert dem Publikum auch. Und was die Geschichte erzählt, ist, wie alle Dinge miteinander verknüpft sind. Ich habe 5 Jahre an einem Drehbuch über einen Individualisten geschrieben und habe das Drehbuch selber hab's nie eingereicht und ich wusste einfach nicht, wie ich diesen Film beenden soll. Und dann kamen mir die Bienen eigentlich als Rettung entgegen. Also der Schwarm hat mich von dem zu vielen Individualismus befreit. Ich habe diesen Ausschnitt auch deshalb gewählt, weil ich finde es sehr interessant, wie du hier den Antagonisten inszenierst. Der Amerikaner, der ja auch dann für den Trailer berühmt wird mit seinem Spruch «Listen to this, this is the sound of money», was sich ja dann auch sehr schön reimt mit Honey. Er ist also der Antagonist, weil er natürlich auf einer ganz großflächigen Art und Weise industriell Honig mit Bienen handelt für die Befruchtung der Mandelbäume. Gleichzeitig erleben wir ihn hier in einer Szene, in der er doch sehr bewegt ist. Man merkt das, wie er herumhüpft und es ist ihm unangenehm, aber er möchte nicht mehr so viele Emotionen zeigen oder will es nicht mehr. Und ich fand das eine sehr interessante Szene, wiederum eben diese Frage von, wie tut man den Antagonisten inszenieren. Es gibt ein Gut und ein Böse, aber es gibt eben auch in diesem Film, weicht es sich etwas auf. Wie hast du das von deiner Seite her als Regisseur bewusst, wie bist du das angegangen? Also das Casting der menschlichen Protagonisten war natürlich das Zentrale. Ich habe zuerst den Film allein im Kopf gemacht. Ich habe die Reise und die Welt allein gemacht mit einem Bleistift und einer kleinen Kamera zur Erinnerung. Und von den 20 habe ich dann die 6, 7 Hauptdarsteller ausgewählt. Und John Miller ist natürlich ein Glücksfall, weil er eigentlich der Böse ist und gleichzeitig alles genau analysiert und dadurch auch wird er verständlich und man kann ihn trotzdem lieben, aber man sieht diese ganzen Widersprüche,
es würde sein ganzes Business würde zusammenbrechen, wenn er nicht weitermachen würde. Er beklagt sich darüber, dass die Lokomotive so schnell fährt, aber er heizt gleichzeitig die Lokomotive an. Und diese Offenheit, am Anfang hat er viele Hassmails gekriegt aus Europa und hat dann meiner Tochter, die Bienenforscherin ist, in Australien geschrieben, ich bin also jetzt der Satan des Films geworden scheinbar. Und jetzt ist er in der Zwischenzeit in Amerika im Kino gewesen und ist ganz begeistert und macht Vorführungen mit dem Film. Wir wollen ja ein bisschen nicht nur über den Modern Honey heute sprechen, weil das haben wir in den letzten Monaten, du und ich und andere Leute, sehr viel gemacht und wir werden den noch weiter begleiten, natürlich hoffentlich jetzt auch dann nach L.A. Ich würde gerne mit diesem, wie inszeniert man den Feind, sozusagen diesem Motiv, direkt in den nächsten Ausschnitt gehen, der da ist, von deinem Film Die Reise, da springen wir ein bisschen zurück in die Geschichte, das ist ein Spielfilm. 1986 gedreht nach dem Roman von Bernward Vesper. Schauen wir uns vielleicht zusammen diesen Ausschnitt an. Ich werde dich jetzt nicht schlagen, wenn du dich dafür entschuldigst, dass du mir das angetan hast. Schämst du dich nicht? Du schämst dich gar nicht! Entschuldige dich und kleb die Seiten wieder ein. Komm, setz dich her. Jetzt Papier. So. Vorsicht mit dem Kleister. Ein Hass. Ein Lieben. Ein großes Gebet. Ein Glaube. Eine Stimme bestimmt. Ich warte. Nimm die Zelle, Amanda! Bleib stehen, Kerl! Wir reden nicht mehr mit dir, bis du dich entschuldigt hast. Dein Geburtstag fällt auch aus bis dahin. Und dann? Und dann hat man tagelang nicht mehr mit mir geredet. Wochenlang. Guten Tag, Vater. Guten Tag, Vater. Gute Nacht, Vater. Gute Nacht, Vater. Mutter. Gute Nacht, Mutter. Wie Luft. Meine Schwester, die hat am Anfang gekichert, aber dann ist sie auch angesteckt worden. Dann hat sie auch nicht mehr mit mir gesprochen von den anderen. Wir müssten vielleicht ein paar Worte zu dem Film sagen. Sie werden es gemerkt haben, ein dramaturgisch komplexer Film. Es gibt dann noch eine dritte Ebene. Wir haben hier die Geschichte eines Vaters und eines Sohnes. Bernward Vesper war in den Studentenunruhen. Seine Freundin war die Gudrun Enslin. Dies ist eine Geschichte über die Radikalisierung der Jugend in dieser Zeit und wiederum, wie alles zusammenhängt, eigentlich auch wieder ein Motiv in diesem Film, wie die Gewalt in der Familie weitergeht, vom Vater an den Sohn und dann an den Enkel sozusagen und wie man versucht, diese Spirale zu brechen. Das einmal in Kürze die Zusammenfassung. Was hat dich persönlich jetzt da interessiert, an dieses Werk heranzugehen, an diesen Essay von Bernhard Vesper und an diese Inszenierung? Natürlich waren es die Kindergeschichten, vor allem sind also zwei Kinder, also der Nazi-Dichter mit seinem Sohn und dieser Sohn ist der Vater von dem anderen Kind. Und die beiden Geschichten sind parallel montiert, ineinander montiert. Und das Buch ist sehr chaotisch geschrieben und Vesper wollte es dann noch im Drogen nochmals umdiktieren. Also es ist sehr chaotisch und man musste daraus irgendeine Geschichte erzählen. Und viele Leute sind begeistert von dem Roman, aber haben ihn wahrscheinlich nicht ganz fertig gelesen. Und ich habe auch meinem Produzenten gesagt, nach einem Drittel ungefähr, ich will diesen Film machen. Und das war eigentlich die Szene, wo der Vater sagt, ich rede 3 Tage nicht mehr mit dir oder bis du dich entschuldigt hast. Und ich kannte diese Geschichte sehr gut. Ich bin aufgewachsen in einer sehr patriarchalischen Familie und war wahrscheinlich heute, sagt man,
ein bisschen hyperaktiv und legasthenisch. Und da also man hätte dir Ritalin gegeben heute, oder wie? Na, ich hatte dann so ein kleines stattdessen Geschirr, schreibst du mir Mails, an dem ich angebunden war. Also diese Auseinandersetzung, es ist eigentlich dasselbe wie die Bienen. Also das Thema Freiheit oder wie erkämpft man nicht die Freiheit, ist irgendwie das zentrale Thema. Ich habe zwei Gefängnisfilme gemacht, zwei Filme in den Bergen, und diese Auseinandersetzung mit Enge und mit Kontrolle kommt immer wieder vor. Und es ist vielleicht absurd, dass man als Regisseur, wo man auch Anweisungen gibt, dann das vielleicht spielerisch löst, indem man, es war, also Quad Flieg ist so das war der er ist mit Goethe an der Front gewesen, hat den deutschen Soldaten Goethe vorgelesen. Und ich bin ihm sehr dankbar, dass er diese Rolle angenommen hat. Und das war so eine spielerische Art und Weise, mit meinem Vater Anweisungen zu geben, wie es böse sein soll mit dem Kind. Und also das heißt, du hast hiermit, wie müssen wir das vorstellen, wie hast du damals gelebt? Du warst in Berlin, hast du das nahe ich mitbekommen? Ich habe in Mailand gelebt. Mailand gelebt, und wie hast du das, diese ganzen Studenten und Hohen mitbekommen? War das für dich auch eine Befreiung? Also die Studentenunruhen und der Film sind irgendwie synchron. Ich habe Literatur und Kunstgeschichte und Geschichte studiert hier in Zürich und habe dann während des letzten Jahres, hatte schon eine Familie, und habe im letzten Jahr des Studiums noch die Filmschule schon angefangen, parallel, und nach dem Studium das zweite Jahr Filmschule. Und nach der ganzen Literatur durch die Kamera zu gucken und die Realität zu entdecken, das war für mich eigentlich 68. Mhm. Und bist du erschrocken, als du die Realität gesehen hast? Nein, es war ein Geschenk irgendwie. Mhm. Wir hatten viele Streitereien an der Filmschule über, weil sie sagten, du kommst aus einer Wolkenwelt, und das hat mit Film überhaupt nichts zu tun. Also ich erinnere mich, Kurt Früh war mein Lehrer, und die sagten immer, Kodak, wenn du einen Baum filmst, erkennt Kodak nur einen Baum. Das ist immer Realismus, es gibt nichts anderes. Und ich habe gesagt, dann interessiert mich Film nicht. Also ich will, dass der Baum noch etwas anderes bedeutet, und habe dann versucht, eine Lösung zu finden, dass der Baum etwas mehr bedeutet als nur der Apfelbaum, dass es eine Schiefer wird. Und der Untertext oder Übertext zu den Dingen hat mich immer am meisten interessiert. Also nicht der bare Realismus. Da kann man auch ein Loch in die Wand machen und rausschauen, und das ist dann Realismus, wenn man rausschaut. Aber wahrscheinlich hat man das Loch an der falschen Wand gemacht, und man müsste das Loch auf der Seite machen. Und dieser Standpunkt, wo man durch die Wand guckt oder wo man das Loch macht, das ist eigentlich meine Arbeit. In der Filmschule mussten wir mit einer 80 Kilogramm schweren Kamera mit einem Bleimantel drehen, bewusst. Dann die Lehrer, das war ein Lehrer aus Polen, die Kameralehrer, haben sich gesagt, dann überlegt ihr euch, wo ihr die Kamera hinstellt. Und das ist wirklich wahr, man braucht zwei Leute, um das zu verändern. Und bevor man das verändert, denkt man nach. Ich finde es herrlich, dass wir heute Nachmittag so ganz physisch den Kontrast miterleben dürfen, sozusagen, woher wir kommen geschichtlich mit diesen schweren Kameras bis zu heute, diese kleinen digitalen Kameras, die wir heute haben, und du quasi wie alles erlebt hast. Ist das eine Befreiung für dich heute, diese kleine Kamera, oder siehst du da auch, dass zu viel produziert wird, weil eben dann dieser genaue Standpunkt fehlt? Natürlich ist das Digitale, wenn man einfach laufen lassen kann und nachher nachdenkt, ist es, das macht es auf alle Fälle dem Regisseur und der Cutterin das Leben schwer.
wenn man auf Film dreht und es ist wie im Taxi, wenn es tickt und es tickt und es tickt und es kostet, dann hat man ein kostbareres Verhältnis vielleicht zu den Bildern. Aber natürlich hätten wir den Bienenfilm nicht mit einer 80 Kilogramm schweren Kamera machen können. Das hat auch, es hat etwas wie Plastilin, also es hat auch etwas Spontanes. Aber man muss vielleicht auch dann diese Erinnerungen doch bedenken und nicht einfach, dann hat man einfach Löcher ringsum an der Wand, dann fällt das Haus zusammen. Also. Du hast ja für den Bienenfilm selber, wenn wir da bei dem Aspekt Technik bleiben, eine eigene Kamera entwickelt, um diese Bienen aufzeichnen zu können. Ist das ein Aspekt der Arbeit, der dich besonders interessiert, oder ist das etwas, was sozusagen nachfolgen kommt, dem Bedürfnis nach Geschichte? Nein, diese ganzen technischen Herausforderungen beim Bienenfilm, ich hatte zum Glück Partner, die da fit waren drin. Ich wusste nur, was die machen können muss, aber ich kann zum Beispiel keine Kamera bedienen, was ich schade finde. Aber diese Symbiose mit dem Kameramann, dass man zusammen die Bilder entwickelt und finden muss, ist natürlich beim Dokumentarfilm, muss man noch mehr Vertrauen haben als zu einem Kameramann, wo man die Bilder zeichnen kann. Aber auch da haben wir viel mit Zeichnungen gearbeitet im Voraus. Aber natürlich muss ich dann dem Kameramann vertrauen, dass er spürt, wo es lang geht, und ich bin im Kontakt mit dem Protagonisten und dann entwickelt sich das so. Aber es hat etwas vielleicht fast Erotisches, also dass man da zusammen etwas erlebt. Mhm. Wollen wir uns vielleicht dem nächsten Film widmen? Nach Die Reise, die ja doch eine sehr komplexe Erzählstruktur hat mit diesen drei verschiedenen Ebenen, von der Vergangenheit in der Gegenwart, und dann gibt es noch diese Entführungsgeschichte mit dem kleinen Jungen. Zurück zu einem Film, der eigentlich eine sehr einfache, sehr klare, sehr geradlinige Geschichte erzählt. Das Boot ist voll. Wir schauen uns einen Ausschnitt an. Da, für die Flüchtlinge steht drauf, anonym, hat jemand vor die Türen angestellt, ein Druckschrift. Wir wollen das verteilen. Ich habe sie nicht verstanden. Eben gesehen. Aber wenn es da draußen kommt. Wann haben wir es da? Eckart, Klaus, drüben sind die Wand. Eckart, Klaus, drüben sind die Wand. Langsam, langsam. Ja, Schuss drehen, seht ihr euch da oben. Wieso gehen Sie mit den Juden, Sie als Nazi? Ich hab den Sinn nicht mehr eingesehen, einfach. Was? Ich hab mich zuerst freiwillig gemeldet, weil die schenken an, das Abitur dafür hat es geheißen. Aber jetzt wären wir an die Ostfront gekommen. Dächtig kämpft bei uns zu Gebirge bedächtig. Aber wieso? Was willst du, dass das Jude sind, die anderen? Das würde man eigentlich sagen, dann sind wir schon zurückgehen, oder? Oder? Da war nur Sus gesehen. Es sind einfach zehn, es gibt nämlich eine Blonde sogar. Nur meine Frau ist wieder. Aber Karl haben Sie auch verhaftet, weil er sich nicht scheiden lassen wollte von mir. Wie heißen Sie denn? Schneider Karl. Schneider Judith. Aber geborene? Ostrowski. Sie ist meine Tochter. Das Ostrowski ist mein Name. Wenn man das schreiben kann, ohne die Finger zu brechen. Wie man sagte, Walter, Sophie, Kunstitalienjäger. Die haben uns leider alle Papiere abgenommen. Oh,
Das Boot ist voll, 1981 mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet und 1982 dann die Nomination bei den Oscars für Best Foreign Language Film. Das ist ja fast ein Kammerspiel, so ganz auf engem Raum inszeniert. Wie war das für dich damals, mit diesen Schauspielern so zu arbeiten? Also es ist ein Kammerspiel und es ist eigentlich eine Komödie. Also die ganzen Flüchtlinge haben ja, um die Gesetze erfüllen zu können, verkleiden sie sich zu einer Familie und das französisch sprechende Kind muss das Kind sein, damit sie eine Familie sind. Und eigentlich ist es Charlies Tante, aber es ist eine ganz tragische Geschichte. Und ich hatte vorher einen Film gemacht, Tauwetter, und da hatten wir wahnsinnige Kunstanstrengungen und 50 Meter Traveling im Schnee und die Leute haben es, glaube ich, nicht richtig verstanden, den Film, weil es keine Zwischenschnitte gab, man wusste nicht, um was es geht. Und bei dem Film wollte ich, wir hatten einen Streit mit dem Kameramann am Anfang, weil der wieder irgendwelche Türen absägen wollte und mit den Schienen durch die Türe fahren dann. Und ich will einfach, dass man diese Geschichte versteht. Und ich will sie von den Menschen her erzählen und ich will sie, obwohl es eine vergangene Geschichte ist, will ich sie erzählen, als wäre es Gegenwart. Also wir haben alle historischen Zutaten versucht wegzulassen. Also er hat nicht mal eine Uniform, der Polizist, nur einen Hut. Und ursprünglich, er hat gemeint, er hat einen Säbel sogar. Also sollte das, die Arbeit mit den Schauspielern sollte die Brücke werden für die Gegenwart. Und das war ein Fest natürlich, das sind alles wunderbare Schauspieler. Courtois, den ich bewundere, der schon in Casablanca einen Flüchtling gespielt hat. Und eben auch das Kind, die ganze Palette von verschiedenen Kategorien, Schauspielern, die auch eben verschiedene Ebenen im Film darstellen. Also das ist mir eigentlich das Liebste. Ich würde gern wieder einen Spielfilm machen. Aber die kann es vielleicht verraten, die Co-Jury-Mitgliedin, die da sitzt, die Zakovi, hat mir einen Tipp gegeben, wie man es machen könnte, dass man Dokumentarfilm und Spielfilm kombinieren kann. Also gehen Sie Ihre Filme anschauen. Das sind hervorragende Filme, ja. Es war mir noch wichtig, jetzt in dieser Vorbereitung habe ich so gemerkt, als ich deine Filme mir noch mal so angeschaut habe, wie nah das eigentlich auch schon bei dir angelegt ist. Dieses dokumentarische Herangehen an Spielfilme, dieses teilweise auch fiktionalere Erzählen in dem Dokumentarfilm. Hat das was zu tun damit, grundsätzlich, wie man eine Geschichte erzählen will, sodass es eigentlich, dass du eigentlich in dem Sinne wie deiner Zeit ein bisschen voraus warst manchmal? Jetzt weiß ich nicht, ob ich die Frage verstehe. Ob du in deiner Art, wie du dir Geschichten erzählt hast, vielleicht auch deiner Zeit manchmal ein bisschen voraus warst, dass man es heute anders versteht, wenn man sie anschaut? Ich bin ja immer mit mir, darum weiß ich das nicht. Also ich glaube, der... Fühlst du dich immer verstanden? Nein, schon nicht, nein. Also dass eben diese Kindheitserinnerung bleibt schon irgendwo. Der Kern dieser Geschichte ist sicher, wir hatten zwei Rotkreuzkunde bei uns. Also ich bin 41 geboren und dieser persönliche Kern, so wie beim Bienenfilm der Großvater und meine Tochter, die Bienenforscherin ist, also dieser persönliche Blumentopf, auf dem meine Fantasien wachsen,
Den habe ich nur zur Verfügung. Es ist auch der Vesper, obwohl es der einzige Fremdursprung eines Drehbuchs war eigentlich auch mein eigener Blumentopf. Oder ich habe den versucht, daraus einen Baum wachsen zu lassen. Und darum habe ich gar keine andere Chance, als mit mir die Dinge zu entwickeln. Jetzt hat dieser Film ja auch, ähnlich wie der Modern Honey heute, ein sehr globales Thema, ein sehr politisches Thema aufgegriffen, und es hat ja sofort auch große Wirkung gezeigt. Es gab große Debatten. Der Film war 1981, kam der raus, da war das noch überhaupt kein Thema in der Schweiz, das aufzuarbeiten. Also du hast doch ein Sensorium, dich auf Themen zu stürzen oder Themen aufzugreifen und die verständlich zu machen für ein großes und breites Publikum, die virulent sind. Also du hast das Sensorium, musst du irgendwie in dir haben. Scheinbar mag ich das heiße Eisen, ja. Also, das Boot ist voll, ich bin nach Mailand ausgewandert und habe das Drehbuch in Mailand in meinem Schlafzimmer geschrieben, und das war natürlich viel, und da kam dieses Mädchen her, das zwar nachher leider gestorben ist, dieses Rotkreuz-Mädchen. Also es hat eben, ich sage das, dieser persönliche Ursprung, und trotzdem natürlich muss es mehr sein als nur mein eigenes Tagebuch, sonst interessiert es niemanden. Und dieser Übertext, den muss man finden, und das ist das, was dann auch den Zuschauer erreichen kann. Wie waren die Reaktionen 1980, 81 für dich auf diesen Film? Einerseits war der Film ein großer Erfolg, andererseits gab es auch sehr, sehr heftige Reaktionen. Man hat vor dem Haus meines Vaters ein Hakenkreuz auf die Straße gemalt, und es gab Bombendrohungen gegen das Kino, wo Vorführungen stattfanden. Viele haben gesagt, das ist alles gelogen, und wir sind ausgegangen von 10.000 Fällen, dass also jüdische Flüchtlinge in die Schweiz kamen und dann zurückgeschickt wurden in den Tod. Und der Bergier-Bericht spricht da von 25.000. Von dem ganzen Nazi-Gold in den Banken. Ich habe den Gedanken gehabt, aber ich dachte, das ist, kann gar nicht dran rühren. Und das hat schon über Jahre hat das Auswirkungen gehabt und auch die Diskussionen ausgelöst. Es hat mir dann natürlich leid getan, dass die Republikanische Partei das Boot ist voll als Slogan für ihre rechtsradikale Werbung verwendet hat. Aber ich will schon das, was mich persönlich interessiert, was mich umtreibt und wogegen ich mich wehren möchte, das möchte ich dann auch mit dem Film den Leuten erzählen und reise dann auch rum und diskutiere mit den Leuten. Und das soll also nicht einfach etwas sein, was da oben in einer Kiste ist oder projiziert wird, und nachher geht man ein Eis essen. Wir haben auch beim Bienenfilm, haben wir uns oft überlegt beim Schneiden, wie schneiden wir das, was sagen wir selber und was möchten wir, dass die Leute, wenn sie nach dem Kino ein Glas trinken können, was sollen die Leute zueinander sagen? Und ich glaube, wenn man den Zuschauer als Menschen betrachtet und nicht als Franken oder Euro, dann wird das ganze Erzählen auch viel interessanter. Ich würde gerne noch einen letzten Ausschnitt aus diesem Das Boot ist voll zeigen, weil er für mich etwas der Kreis schließt zum Anfang. Und dann können wir gerne öffnen fürs Publikum. Blödsinn, gestern haben Sie das ausdrücklich verneint. Aus Angst. Wird Sie doch untersuchen, die Frau, wenn Sie es doch sehen. Vom Töpferer wird eine nicht schwanger. Oder haben Sie etwa dem Dicken da gesagt, er soll alle halt nehmen wollen? Wir sind doch zu allen fähig. So.
fand das eine der erschütterndsten Szenen, die ich in der letzten Zeit gesehen habe. Gerade weil sie so schlicht ist und gleich, also fast dokumentarisch könnte man sagen. Die Kamera stellst du hin, bleibst in dieser totalen, hinten geht irgendwann diese wie nennt man das, eine Armschranke hoch und dann einfach der Text. Das ist hat für mich eine dokumentarische Qualität in einem Spielfilm, den ich erstaunlich finde und gleichzeitig auch so erschütternd. Und ich glaube, das war wahrscheinlich meiner Meinung nach mit ein Grund, warum der Film auch in Amerika so gut angekommen ist, weil er so einfach verständlich ist und so erschütternd, ja, mit diesem Selbstspiegel, den du da der Schweiz vorhältst. Wie hat dich das als Filmemacher geprägt, diese Arbeit? Also es ist vielleicht ein Beispiel für das, was ich sage, wenn Kodak einen Baum nur als Baum abbildet, interessiert es mich nicht. Wir haben natürlich eine Brücke gesucht, die gleichzeitig eine Guillotine ist. Und wenn der Schlagbaum aufgeht und aufmacht, hängt die Schweizer Fahne auf Halbmast. Und vielleicht merkt man es gar nicht, aber es ist trotzdem da. Es ist ein Zufall, dass das Wetter stimmt. Ich kann vielleicht zugeben, dass wir von der österreichischen Seite Richtung Schweiz gedreht haben, weil auf der anderen Seite wären Neubauten gewesen. Und das ging nur, wenn es regnet. Und ich hatte noch einen Peter Simonischek, den Burgtheater-Schauspieler in Nazi-Uniform, war eingekleidet und hat den ganzen Tag gewartet auf seine letzte Einstellung. Eigentlich war das Drehbuch länger. Im Drehbuch ging ich noch mit auf die Mitte der Brücke und dann schwimmt einer durch den Fluss und ein Nazi-Soldat schießt auf ihn und das war Peter Simonischek. Und während die Kamera lief, ist mir bewusst geworden, das streiche ich jetzt alles und lasse einfach laufen. Und ich musste dann ja noch so lange laufen lassen, dass auch noch die Titel Platz hatten, weil ich das in dem Augenblick schließen musste. Und dann lief die Kamera 2 Minuten lang oder 4 Minuten lang und die Requisiteurin ist verzweifelt ins Bild gelaufen und hat gesagt, seid ihr eigentlich wahnsinnig, habt ihr gesehen, wie das Wetter, es wird ja immer dunkler. Und es hat gerade gereicht, dass der letzte Titel noch Platz hat. Vielleicht noch etwas, der italienische Verleiher wollte unbedingt da jiddische Musik am Schluss. Und der ganze Film hat keine Musik. Wir haben sehr viel an den Tönen gearbeitet. Es ist so eine Mischung aus, es gibt ein paar Hunde, die bellen. Und es gibt sogar, es war an einem Sonntagmorgen, da geht man in der Schweiz schießen. Das ist so das Geräusch von Sonntagmorgen bei uns. Und die Hunde und dieses Schießen und der Regen, das ist unmerklich irgendwo in dieser ganzen Ton. Sounddesign, Anlage, die Musik. Wenn wir an den Mark Forster von vorhin anschließen, also das war so ein Magic Moment, wo du entschieden hast, die Kamera läuft, jetzt habe ich diesen Augenblick, wo was Magisches vor der Kamera entsteht. Und ich glaube, das spürt man heute noch in dieser Einstellung und das finde ich unglaublich, dass das so lange in dieser Geschichte des Films weiter präsent bleibt. Das ist ja ein wirklich großes Geschenk. Ich würde gerne öffnen an die zahlreichen Zuschauer und Zuschauerinnen. Wir haben 2 Saalmikros. Bitte meldet euch. Ja, ich würde gerne wissen, wie weit Sie wirklich dran glauben oder sogar schon erfahren haben, dass solche Filme wie Mord and Honey wirklich die Welt verbessern können. Ich glaube, es ist schwer, die Welt andersrum zu drehen, als sie sich dreht, aber wenn man es nicht versuchen würde, wäre es noch schwieriger. Also mit Mord and Honey gab es Boot ist voll hat viele Diskussionen ausgelöst. Wir haben Diskussionen veranstaltet im Volkshaus, zum Beispiel in Zürich, wo 700 Leute nur zum Diskutieren gekommen sind, ohne dass ein Film lief.
Und mit Modern Honey, vielleicht haben Sie gehört, dass das Europäische Parlament die gefährlichsten Pestizide verboten hat für 2 Jahre. Und das war in der ersten Runde im Parlament ist es nicht durchgekommen. Und dann zufälligerweise ist der Film gestartet in Brüssel. Eine Woche vor der neuen Abstimmung. Und wir haben da, die Schweizer Botschaft hat eine Vorführung organisiert mit Diskussion. Wir haben im Europäischen Parlament eine Vorführung organisiert. Es war viel Presse und dann 10 Tage später wurden die Pestizide verboten. Dann freut man sich schon ein bisschen. Gerne. Weiter? Weitere Fragen, Beobachtungen hier vorne? Herr Imhof, ich habe auch eine Frage zu More Than Honey. Könnten Sie ein bisschen erläutern, wie Sie den Bienen im Flug gefolgt sind? Also das sind so die Kameraszenen, die mich am meisten beeindruckt haben und ich kann mir nicht vorstellen, wie Sie das gemacht haben. Also wir haben sehr viele Dinge versucht. Wir haben mit kleinen Helikoptern gearbeitet, aber zum Teil, da zum Beispiel die Begattung der Königin ist nicht so gedreht, sondern da hatten wir einen Turm an der Stelle, wo die Drohnen sich versammeln, haben wir einen Turm gebaut. Und von 10 Metern, aber die Drohnen sind auf 30 Meter Höhe und dann haben wir mit einem Wetterballon, an den wir Königinnenduftstoffe angebracht haben, haben wir dann die Drohnen auf unsere Höhe runtergelockt und haben unsere Königin dabei gehabt und dann 10 Tage gearbeitet für 36 Sekunden Film. Also das war dein World War. Sie, ja, das war sozusagen der Brad Pitt deines Films, die Königin. Weitere Fragen, Beobachtungen, Bemerkungen? Ja, gerne da hinten. Ich hätte eine Frage zu Ihrem Film Der Berg. Diese letzte Sequenz, wo Susanne Lothar und Matthias Gnädinger runterkommen ins Tal, da die Mutter schreit ja dann, das ist nicht mein Sohn, das ist nicht mein Sohn. Ist da bewusst so eine, dass man sich fragt, ob jetzt Matthias Gnädinger dieser Österreicher ist oder dieses sozusagen diese Verwechslung oder diese Charakteraustausch in der Person, ist das bewusst gemacht? Müssen Sie den Finger in die Wunde legen? Schön, dass Sie Ihr Werk so genau kennen, nicht? Ich habe der Filmhochschule vorgeschlagen, ich mache ein Seminar über alle meine Fehler, die ich gemacht habe. Dann sparen sich die Studenten ganz viel Lebenszeit. Und das Drehbuch, das ich mit Thomas Hürlimann geschrieben habe, da gab es in der ersten Fassung des Drehbuchs kam Simonischek runter, also der Österreicher. Und dann wollte ich unbedingt Suse Lothar als Hauptdarstellerin und die war aber mit Lulu so erfolgreich, dass ich sie nicht aus dem Theater rauskriegte und haben wir ein Jahr auf sie gewartet. Und in der Zeit haben wir das Rad noch mal ein Stücklein weitergedreht und gesagt, es wäre doch noch interessanter, wenn eigentlich alle erwartet, es kommt der Österreicher, aber es kommt der andere und nur die Mutter erkennt, dass etwas nicht stimmt. Und wenn ich könnte und das Geld hätte, würde ich den Filmschluss digital nochmal ändern. Das Tragische ist, dass ich beim Drehen schon wusste, es ist ein Fehler. Aber der Simonischek konnte nicht mehr. Also es gab technisch gar keine Möglichkeit mehr, das mit ihm zu drehen. Also für die, die den Film nicht kennen, sind 3 Leute auf einem Berg. Es gibt Essen für 2 und es kommen 2 runter. Und aber eben, ich wusste, ich hatte da 200 Statisten in historischen Kostümen und am ersten Mal hat es geregnet und wir mussten abbrechen und mussten den ganzen, nach 3 Tagen das Ganze nochmal aufziehen und Simonischek konnte nicht mehr und dann haben wir es so gedreht.
Aber so kann man durch zu viel Nachdenken auch etwas kaputt machen. Also man muss dem Bauch glauben. Und es ist natürlich, es beißt dann schon auch in den Bauch, wenn man merkt, es ist eigentlich falsch, aber ich muss es jetzt bis zu Ende gehen. Du hast ja selber auch im Theater gearbeitet als Assistent. Und was hat dir die Arbeit im Theater gebracht für den Film? Sicher die Arbeit mit Schauspielern. Ich habe auch viel inszeniert, also Schauspiel und Oper nachher. Das Schöne an der Arbeit im Theater ist, dass man 2 Monate Zeit hat und ausprobieren kann, alle Fehler machen kann, am Tag vor der Premiere noch sagen kann, nein, der andere ist der stirbt und nicht der. Also gut, der Vorteil beim Theater ist, man hat super Drehbuchautoren, also Shakespeare kann man nicht schlagen, da also kann man einfach mal vertrauen drauf, dass Hamlet ist ziemlich gut. Und dann kann man aber, man hat dann einen Monat, also wenn die Probe beginnen gut sind, hat man 8 Wochen Probezeit und 4 Wochen kann man einfach ausprobieren. Die Schauspieler sind meistens am ersten, zweiten Tag, wo eine Szene angegangen wird, sind sie am interessantesten. Die zweiten 4 Wochen sind dann, fühlt man sich eher ein bisschen als Fußballtrainer, dass man das wieder reproduzierbar machen kann. Und kurz vor der Premiere entsteht dann etwas, was man vorher nicht gewusst hat. Aber diese Freiheit, die man hat beim Theater, sollte man versuchen, mehr in den Film reinzukriegen. Die Schauspieler kosten so viel, dass jetzt die Drehzeiten immer kürzer werden. Ich habe 2,5 Minuten pro Tag gedreht, normalerweise bei meinen Filmen. Und heute muss man mindestens das Doppelte drehen. Das heißt, zum Ausprobieren, zum Spielen, das heißt ja eigentlich Spielfilm, ist gar keine Zeit da. Es muss alles schon gestoryboardet sein und festgelegt. Und wenn der Schauspieler sagt, aber wenn ich jetzt von dort käme, und dann ist das Licht aber alles schon auf der Seite und man kann gar nicht mehr auf gute Ideen reagieren. Und da müsste man versuchen, mehr davon ins Filmdrehen reinzuretten. Und da hilft vielleicht auch die leichtere und schnellere Technik. Weitere? Ja, gern, hier in der Mitte. Ich hoffe, ich habe es am Anfang richtig verstanden. Sie sagten, die ersten 2 Dokumentarfilme, die Sie drehen wollten, wurden verboten. Jetzt will ich natürlich unbedingt wissen, von was haben Sie gehandelt? Und vielleicht ist ja jetzt im Bienenfilm etwas davon wieder aufgetaucht. Was, ob da auch etwas verboten? Und vielleicht ist im Bienenfilm ja wieder etwas davon aufgetaucht, was damals verboten war. Also der erste Film war ein Film über ein Gefängnis, Regensdorf. Und das war mein 2. Filmschulfilm und der wurde dann von der Justizdirektion des Kantons Zürich verboten. Dann habe ich dann, also haben wir Zeit? Ich habe mit echten Gefangenen, die ich draußen kennengelernt habe, entlassenen Gefangenen, mit denen bin ich zurück ins Gefängnis gegangen und habe ihren Gefängnisalltag da rekonstruiert. Aber die Wärter und die anderen Gefangenen waren alles echte Gefangene. Und habe allen einen schwarzen Balken auf die Augen kopiert, aus Persönlichkeitsschutzgründen. Nur den Wärtern und dem Direktor nicht. Und das war wahnsinnig obszön, die waren plötzlich so nackt. Und das hat dazu geführt, dass sie da dieses Verbot, ich war auch ein bisschen grün hinter den Ohren, ich wusste nicht die ganzen juristischen Tricks beim Dokumentarfilm, also die konnten erreichen, dass der Film verboten wurde. Und dann haben wir in jedem Inserat von meinem Film Fluchtgefahr, dem Gefängnisfilm, der mit Schauspielern gedreht wurde, haben wir geschrieben vom Autor des verbotenen Gefängnisfilms Rondo. Und dann kam die Justizdirektion des Kantons Zürich zu mir und hat gesagt, könnten wir nicht dieses leidige Verbot aufheben? Und die einzige Bedingung war, dass geschrieben steht, am Anfang dieser Film ist 1968 gedreht worden, aber heute ist alles viel besser. Und dann habe ich gesagt, das mache ich gern, aber Sie müssen es selber sagen.
Und das haben wir dann gefilmt, farbig. Eine Sekretär der Justizdirektion mit einem großen Windschutz wie ein Eis steht vor dem Gefängnis und sagt, dass alles jetzt viel besser ist, und dann ist der Film schwarz-weiß. Und der zweite und, Film ist? Noch eine kleine Anekdote, die mir besonders freut. Als ich meine Fischen bekam, das ist so die Geheimpolizei-Information, die angesammelt wurde für mich, über mich, steht, der Anfang meiner Fische ist, dass der französische Staatsangehörige Sartre Coma Jean-Paul sich diesen Film angeschaut hat, und das hat mich verdächtig gemacht. Und der zweite Film war ein Film über die Kavallerie. Ich war selber in der Kavallerie eingeteilt und kenne jedes Riemchen am Sattel und konnte auch von innen ein bisschen sagen, wie das ist. Also es ging darum, sind die Pferde auch so gern beim Militär wie die Leute, die drauf sitzen? Und es freut mich sehr, dass wir heute Nachmittag ein kleines Geschenk an Sie haben, nämlich dieser Film, der wahrscheinlich sehr lange schon nicht mehr aufgeführt worden ist, auf 16 mm. Den werden wir heute Nachmittag euch zeigen, jetzt gleich im Anschluss, Ormenis. Es ist ein kleines Geschenk an euch, nämlich auch für dieses Haus, für diese Gastfreundschaft vom Filmpodium. Wir sind sehr glücklich. Kamera hat Clemens Klopfenstein gemacht. Und Ottmar Schmid. Und Ottmar Schmid, muss man auch sagen. Der Schnitt ist ungeheuer kühn. Den hast du selber gemacht. Richtig ein Punk-Schnitt, würde man sagen heutzutage. Der Film ist von 1969 und muss total viel Spaß gemacht haben, den zu machen. Ich habe lange daran gearbeitet. Ich bin mit Clemens Klopfenstein und Ottmar Schmid, den beiden Kameramännern, eingerückt. Ich in Uniform mit Pferd und Gewehr und die beiden mit der Kamera. Und ich konnte zwei WKs machen und meinen eigenen Film drehen. Und bekam dann auch Truppenteile, die ich rumschicken konnte durch den Wald, wie ich wollte. Die Ambivalenz des Filmemachens. Genau. Also, und ist ein Antikriegsfilm natürlich trotzdem geblieben. Da stand dann in der Zürich Zeitung, dass das irgendwie unterschwellig fühlbar sei. Ich lade Sie herzlich dazu ein, diesen Film zu entdecken. Er ist, ich weiß jetzt die genaue Länge nicht mehr, weil ich habe 24 Minuten oder so, ein Kurzfilm. Er wurde verboten, er ist jetzt wieder aufgeführt worden. Vielen Dank fürs Kommen. Und Markus ist sicher nachher noch da, wenn Sie weitere Fragen haben. Freuen Sie sich auf Ormenis, 16 mm schwarz-weiß.